Buenos días, dámy a pánové, já vás tady vítám u naší herní série na hru Zaklínač 2 Vrahové králů. A teď se konečně vydáme tam, kde byla hra uložena. Zapoj se do vyjednávání. Wir unterschreiben alles, allergnädigster Herr. Wir haben Gäste. Sei gegrüßt. Stannis, Sohn Demavents. Willkommen zu unserer Unterredung. Tak, budeme pokračovat. Musíme se dostavit zase s Kyou. Tak. Sei gegrüßt, Hänselt. Du fühlst dich in Erdan wie zu Hause, wie ich sehe. Ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Das hat Fellard übernommen. Ich bin auf seine Bitte hier und habe die Friedensverträge nicht gebrochen. Noch nicht. Ach ja? Brogan, eskortier Graf Fellard an einen passenden Ort und enthaupte ihn. Wag es ja nicht, du Rotzwengel. Du möchte gern König. Dein Vater war... Mein Vater ist tot. Die Trauerzeit ist noch nicht vorbei und schon hast du sein Land verraten. Majestät, ich ersuche um Hilfe. Der junge Mann ist verrückt. Schafft ihn weg. Eure Majestät. Und unsere Abrede? Dich brauche ich nicht mehr, Fellard. Hat noch jemand Einwände? Vorzüglich. Dann kommen wir zur Sache. Hört, hört. Legen wir die Karten auf den Tisch. Ich habe gut 200 Ritter im Lager. Das genügt, um noch ein paar Stunden lang über den Fluss zu setzen. Auf der anderen Seite warten 5000 kampfhungrige Soldaten. Was sagst du? Mit einem Angriff auf Erdan brichst du das Zintrische Friedensabkommen. Alle nördlichen Königreiche sind verpflichtet, mir beizustehen. Dir wird aber keiner helfen. Radovid von Redanien, die Fürsten des Südens. Hör doch auf, Junge! Vergiss sie! Und das Abkommen? Drauf gepisst im hohen Bogen! Du bist allein! Nicht ganz. Halt dich da raus, Saskia. Sieh mal an. Du kannst ja sprechen. Saskia, Drachentöterin. Du bist noch schöner, als man sagt. Ich will dieses Mädchen als Dreingabe haben. Dann kehren die aufständischen Bauern auf die Felder zurück, anstatt ihren Herren die Güter abzufackeln. Du kannst dabei nur gewinnen. Das kommt nicht in Frage. Dieses Land steht unter meinem Schutz. Wenn sonst keiner den Mut hat, dich aufzuhalten, werde ich es tun. Also, hör gut zu, König. Ich gebe dir eine Stunde, um Obererdan zu verlassen. Wenn du nicht gehst, gibt es Krieg. Bleibt auch nur ein Soldat von Kaedwyn eine halbe Minute länger auf diesem Boden, gibt es Krieg. Du wirst deine Herolde verkünden lassen, dass du das Volk von Erdan für diesen schändlichen Überfall um Verzeihung bittest. Sonst gibt es Krieg. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Hänselt von Arkarey. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Außerdem gefällst du mir, mein Mädchen. Ich will das Land, ich will das Gold und dich will ich auch, Drachentöterin. Packt sie! So, Schua. Porazit všechny. Ten se ale umírval aspoň, jo? To je dobré. Znamení. Stopp! Stopp im Namen von Kreve, Freya und Belitele! Bei der Milch der üppigen Brüste der Allmutter! Geralt von Riva!
Und in erlesener Gesellschaft. Jarpen Zigrin. Es ist lange her, du schwere Nöter. Schön, dich bei bester Gesundheit zu sehen. Geralt, was hältst du da Maulaffenfeil? Willst du deinen alten Freund nicht umarmen? Geralt hat Probleme mit seinem Kopf. Ha! Dann hat er Foltest wirklich erschlagen? Passt mir gut. Foltest, den knickrigen alten Rammler. Sehr schön, Geralt. Er hat sein Gedächtnis verloren. Ich hab Foltest nicht getötet. Ja, ja, ist auch egal. Einer war's. Wir haben jetzt andere Probleme. Wo ist Saskia? Oh, was will der Schlechter hier? Ich bringe 100 Bogenschützen, die besten der Welt. Wir wollen eure Sache unterstützen. Da müsst ihr wohl warten. Saskia und Fürst Penis, Stannis, verhandeln gerade mit Hänselt. Wir warten hier, falls was schief läuft. Die Sonne ist erloschen. Ruf die Zauberin! Komm, Geralt. No výborně, pane Henselte, to jste teda posral. To jste teda silně posral. Jo, výborně, my tady máme i uvěrka na tyhle monstra. Neplatí nic jiného než tady tohle, máme zavolat čarodějku. Kterou čarodějku? Já už vím, kterou mají vylovanou z čarodějku. Filipu Eilhart. Unír, tady. Ale tak ten byl hodně dobrý, ten trpaslík. Princ Penis, teda Stannis. To bylo hodně povedení teda, to se mi fakt líbilo, tahle hlaška. Já tyhle hlašky mám hodně v lásce. Takové, když si z různých jiných těch dělají prostě prdel. Kde je? Oh shit. Co to do prdele? Já tě porazím, já jsem Geralt z Rivie. Saskia, co kdybych mi třeba pomohla, já tady nebudu dělat všechno sám, jako. A jsem na to sice. Víš, já mám elektrizující meč? Víš, mám elektrizující meč, co jsem tam dala zase za runy. Co bychom se na to podívali. Mám tady jakousi esenci smrti. Oh, oni tam bojujou už do bojů. Eine Eule! Philippa, sie zeigt uns den Weg. Du wirst mir einiges erklären müssen. Bei Elirins Blut. Geister! Sie sind empfindlich gegen Silber. Ich gebe euch Deckung. Meine Fähne! Hilfe! Halt die Klappe, Däune! Philippa, geh leid,
Aspoň trošku. A to mám radši, protože to stojím i tady, protože se chci. Dobrý. Skvělý. Tak, jdeme dál. To je pěkný, ne sova, to je pěkný, já mám rád sovy. Všichni máme rádi sovy. Jsou chytré, inteligentní. Ne. My musíme porazit tady tohohle toho a pak můžeme si to začít dělat jiný na hubadě. První, musí tady ten skola ven, pak tady tenhle ten přelud. Plus tady potom, tady tenhle ten přelud. Ano. Skvělý. To je kapačný. Oh shit. Tohle jsme vyskytali. Aspoň jsme potřebili tu nějakou ochranu, to je super. Se hned zpátky. Tak. Pojď, Gary. Já mám tuhle dějovou linii, i si mi říkala, že možná půjdu s Vernonem. Ale ach, linii mám celkem jako dost ze sebou. Že už hraju celkem možná po pátý. A tak mi to začalo jako bavit. Tady tahle ta linie je celkem zabavná. Já potom co máte plnit všechny ty úkoly profily, to je celkem zabavný, ty jo. Když se tady splní, to zase je. Je to roztomilý teda, to se přiznám, že tady tohle dějová linka mi baví rozhodně víc než to s Vernonem. Mně stačí ten kousíček s Vernonem a už jsem. Ne, už zase. Pojď. Hezký jogurt, je povedený. Tak dál můžeme, Filipko. Tak nějak víš, že tady mají zaklínče. Teď prý nemůžeš hru ukládat, tak já hru neukládám, dobře? Jak se přejete? Nechoď zbytečně s ním všude. Hop. Dobrý. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Nebude to skoro vyžírat život. Vyžírat život, to je hezky řečeno. Vyžírat život. Oh shit, malo mě to zabilo. Vrát se mu těma všítem. Der Nebel lichtet sich. Es ist nicht mehr weit. Jo, už jsme skoro tam. Pojď, Filipo, pojď, Filipko, pojď. Pojď, Filipko, moje zlata, pojď. Pojď. Yes.
Ich hasse Flüge im Nebel. Saskia, ist alles in Ordnung? Nur ein Kratzer. Du und der Hexer, ihr habt uns gerettet. Ich bin hier, um dich zu schützen. Und du, Hexer? Ich jage den Königsmörder, der Triss Merigold entführt hat. Wieso ausgerechnet hier? Soll das ein Verhör sein? Du wirst in Temerien, Cadwin und Redanien steckbrieflich gesucht. Und ich bin für Saskias Sicherheit verantwortlich. Das reicht, Philippa. Du hast selbst gesagt, dass er unschuldig ist. Saskia, die Leute begehren auf. Erst hat sich die Sonne verfinstert, dann kamen die Eichhörnchen, jetzt dieser Nebel. Das ist zu viel für sie. Richtig. Hol alle Anführer in den Ratssaal. Jorvet, gib mir ein bisschen Zeit, um sie auf deinen Anblick vorzubereiten. Hexer, Philippa, ihr müsst dabei sein. Ich möchte von euch hören, mit was für einer Anomalie wir es hier zu tun haben. Und wie wir sie beseitigen können. Kopf hoch, Japan. Der berühmte Weiße Wolf und die ebenso berühmte Philippa Eilhardt werden doch wohl mit ein paar hundert bösen Geistern fertig. Legendärni Philippa Eilhardt. Warum nicht? Ich will alle Anführer im Beratungssaal sehen. Philippa, Hexer, das gilt auch für euch. Cecil, die Tore bleiben geschlossen, bis wir fertig sind. Du stehst mir mit deinem Bart dafür gerade. Willkommen in Vergen, Hexer. Ich bin Cecil Burden, der Droste. Geralt von Riva. Wir haben noch ein freies Zimmer in der Schenke. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Dach über dem Kopf und ein solider Schlafplatz. Danke, das kann ich brauchen. Skalen, zeig Meister Geralt sein Quartier. Auf dem Rückweg geh beim Gemach von Hochwürden Olkan vorbei und informiere die Leute, dass er von uns gegangen ist. Will heißen, er ist in Heldentod gestorben, erschlagen vom Aggressor. Genau. Siehst du, Meister? Jung, aber oho. Aus dem wird mal ein echter Zwerg. Nasleduj Skalena. A vyprav se na poradu. Pak nasleduj Skalena, pak se vyprav na poradu. Ježi, jo, to je ten záhadný obchodník, který, prosím si, prodává všechno za neskutečný prachy. Ale tak já potřebuji prachy, že? Už je to celkem ničemu. Mohu vyvážená dýka, výborně. Hryzač, to si necháme, to potřebujeme, to potřebujeme, trochu. To je prodává. Děkuji, pane. Když to byste mi prodal, tak jste... Teďka zajímá ten pevný palaš. Já nemám pevný palaš, jak to je hrozné. Vidíte to, já mám nějaký pevný dlouhý meč, který mě vůbec nezajímá. To musím jít za obchodníčkem, že by jsem si něco od něho rád koupil, protože mu podám tento pevný palaš. Moje havraní zbroj. Si musím vylepšit havraní zbrojku. Která je horší než toto. Tak, havranová zbroj mi se vůbec líbí, protože, prostě protože. Tak, teďka tady máme, co my to tady máme? Kde je to vylepšovač? Kde je ta vylepšovačka? Hej! Zbroj. Enter. Shit. Kroužkové vylepšení zbroje. Beru. A vylepšení s vlákem. Výborně. Ano. Tyhle to mám tak vylepšené, že už to víc vylepšit nejde. Mám přesně 10, takže teďka to je lepší než celé nějaké toto. Rozhodně mi to sluší víc k těm rukavicím. Tak, teďka mám zase zpátky tu krásnou havranovskou zbroj. Tak, otevřem si. Potřebujeme si nutně otevřít. To nevadí, tak hodíme jenom mobil na nabíječku, jsem se tak gerobuji hodit a dělat. Wie die Ameisen. Menschen, Frauen brauchen sich nur mal kurz auf einen Mann zu setzen und schon ist der Bauch rund. Ja, už doba si vím, to je tady, čumte. Jak jsem inteligentní, čumte, jo. Vidíte tady. Hop. Tak tady možná ne, tak se to tady dá povybírat. Tu ne? Tu se to nedá, dobře, tak půjdeme se to teda nedá, tak to nevím. Tady jasně. Otevřem si. Toto by měl být můj pokoj. Ale nevím to jistě.
Ne, to taky není můj pokoj. No. Je to můj pokoj, dívejte se na mě, jak jsem chytrá. Das ist dein Zimmer. Man sagt, Seldkirk von Gulitha persönlich habe vor der Schlacht in diesem Bett geschlafen. Glück hat's ihm nicht gebracht, aber wenigstens hat er sich nochmal ausgeschlafen. Brauchst du etwas? Danke, Skarnen. Zúčastní se válečné rady. Jdu se zúčastnit válečné rady. Aby to nevypadalo, že se neúčastní válečné rady, jdu se zúčastnit válečné rady. Richtig auf die Nase! Was ist dieser Hexer denn für einer? Tak, abychom to měli co nejrychle za sebou, chci jen pokračovat toto, pak uděláme pár nějakých dalších vedlejších misí, které tady máme. Pak můžeme jít celkem do prdele, tak. A pak už můžeme jít zase do prdele, protože pak už budeme mít s sebou jenom toto, pak už nám chybí jenom... Pak už nám chybí toho strašně málo, zachránit Filipu, porazit toho Radovida, potom být takový kokot, jaký jsme teďka a bude to. Ich grüße dich. Co je tady? Jaké dneska strašnice, či co? No jistě, teď se to dá povybírat vlastně. Tady bude toho. Čím to, jak se to správně má dělat, jo? Čím to 4 orény, wow. Úplně to je nadusané. A vůbec to nikomu nevadí, že mu tady vlezu do domu a že mu tady kradu celou... Schovej to. Který máš dvojku? Das Schwert bleibt, wo es ist. Ich grüße dich. Hezky. Můžu ven, prosím? Děkuji vám, ošáci. Spar dir die Tricks. Kde se byla to válečná rada, byla zase někde hore, že úplně někde na hovně a hore. Na hovně a hore, tak. Tak, tady by bylo dobré to tady přejít. Myslím, že to byl někde na opačné straně a to tady obcházím, kde byl. Geralt aspoň se spodíval po tom městě, jako, že jo. Ano, musím se tady to město naučit na spaměť, co se mi už jednou stalo, že jsem to fakt na toto, ale prostě mě dá to ist der Frieden vorbei, was? Eine Armee mit zapamatovat něco je, oh shit, tak je to jdu, ale tak asi jdu dobře. Hrad 3 otců. Složím se pochvalu, že vůbec někam vlezu, tak. Co tady? Hej, ale podívejte, dorazila jsem do válečné rady, já jsem tak úžasná, čupte na mě. Euch ist eine passable Prügelei entgangen, meine Herren. Und eine Möglichkeit, einen Monarchen zu töten. Es hat einen Kampf gegeben. Der Fürst ist verwundet. Habt ihr den seltsamen Nebel auf dem Schlachtfeld gesehen? Für alle, die noch zweifeln, das ist kein normaler Nebel und auch kein Jahrmarktzauber. Vermutlich haben wir es hier mit einem Blutfluch zu tun. Einem sehr mächtigen alten Zauber. Wir wissen nicht, wer ihn ausgesprochen hat und warum. Fürs Erste habe ich eine gute und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute? Hänselt und sein Heer wurden vorübergehend aufgehalten. Und die schlechten? Der Nebel dehnt sich aus. Er könnte sogar Wergen verschlingen. Außerdem können die Geister ihn verlassen. Lässt sich das konfessionell erledigen? Mit ein paar Axthieben vielleicht? Das ist möglich, wobei sich versilberte Waffen anbieten. Außerdem werden die Geister schwächer, wenn sie sich vom Nebel entfernen. Kann man das nicht irgendwie hinbiegen? Mit Exorzismus vielleicht? Darum kümmere ich mich mit Geralt von Riva. Dem Königsmörder? Der kein Königsmörder ist. Egal, was die Weiber am Brunnen schwatzen. Nee, natürlich nicht. Der kann ja keiner Fliege was zuleide tun. Seht ihm mal in die Augen. Da merkt ihr gleich, wie sensibel er ist. Und der von Flüchen mehr versteht als die meisten anderen. Meine Herren, ich verlange nicht von euch, dass ihr dieses Phänomen versteht, sondern dass ihr euch an ein paar Prinzipien haltet. Ah, da geht's schon los. Keiner darf sich diesem Nebel nähern. Das ist lebensgefährlich. Außerdem müssen wir uns mit jener Schlacht auseinandersetzen. Hier hoffe ich auf die Hilfe von Herrn Cecil Burden. Zu euren Diensten, Herrin. Danke. Um den Fluch zu bannen, brauchen wir Gegenstände, die den Gefallenen gehört haben und die diesen Krieg symbolisieren. Hier steckt mehr Eisenzeug im Boden als Läuse in Cecils Bart. Ich habe immer gedacht... Überlass das Denken mir, Tigrin. Und schweig jetzt besser. Die Gegenstände müssen nicht nur magisch aktiv sein, sondern auch mit den Geistern der Gefallenen verbunden. Das wäre alles. Damit das klar ist, wir alle müssen Philippa und dem Hexer helfen. Japen, was gibt es da zu grummeln? Hab wohl irgendwas im Hals. Nimm einen Schluck Wein.
Und nun zu prosaischeren Dingen. Wie viele Leute haben wir? Saskia, das weißt du genau. Wie viele? Zwerge? 200. Aber die Menge ist nicht das Entscheidende. Bauern sollten wir um die 500 haben. Die sind so schwierig zu zählen. Meine Herren? 53 Ritter, 200 Reisige. Nicht gerade üppig. Hänselt hat 5000. Damit ist er fünffach in der Überzahl. Was meint ihr dazu? Wir sind weniger. Natürlich haben wir die Mauern, die allerdings niedrig sind. Wenn wir Bogenschützen hätten, wer weiß. Was gäbe ich für ein Regiment schwerer Bogenschützen aus Lyrien? Wir haben etwas Besseres. Jorvets Elfen. Die Skoyatel. Meine Herren, Jorvet. Was willst du hier, Mörder? 100 der besten Bogenschützen des Nordens harren deiner Befehle, Drachentöterin. Ihr wolltet Bogenschützen. Da habt ihr sie. Schmeckt mir nicht, mich mit Elfen zu verbünden. Na, verteidigen kann man sich auch mit einem Stock voll Scheiße. In meiner Truppe sind genug Leute, deren Dörfer er niedergebrannt hat. Ein freier Bauernstand ist eine Sache. Ein Verbrecher, der in allen Königreichen gejagt wird, eine ganz andere. Du bist zu weit gegangen diesmal. Saskia, ein Wort von dir genügt und wir gehen. Hör zu. Jorvid ist hierher gekommen, um für mich zu kämpfen. Ich vertraue ihm und weiß, dass er uns nicht verrät. Ebenso wenig wie ihr alle. Wie kannst du das wissen? Er ist ein Elf. Dem liegt der Verrat doch im Blut. Er kämpft seit einem Jahrhundert gegen die Menschen. Aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sein Kampf einen Sinn. Die Skoyatel kennen keinen Frieden. Sie sind für Nilfgaard gestorben und für das Tal der Blumen. Umsonst. Verraten und verkauft. Jetzt haben sie ein Ziel. Das Pontartal kann das erste Land werden, in dem sich kein Mensch außerhalb der Mauern mehr vor Elfenfallen fürchten muss. Und Elfen und Zwerge nicht in Ghettos und Reservate gesperrt werden. Zuvor aber müssen wir die Schlacht gewinnen. Ihr wisst, wer gegen uns zieht und er hat eine ausgezeichnete Armee, kampferprobt, geschickt geführt. Die können wir weder einschüchtern noch bezwingen. Wir werden sie niedermachen müssen. Ich will Jorvid mit uns an diesem Tisch haben. Ich will, dass er die Kettwenner für uns tötet. Und ich versichere euch, er tut es mit einem Lächeln, wenn ihr es ihm nur gestattet. Wenn man auf seiner hageren Fratze überhaupt ein Lächeln erkennen kann. Ich bin dafür. Jorvid bleibt. Hundsblut. Mein Vater dreht sich im Grabe um. Aber was soll's? Was sein muss, muss sein. Bin dafür. Dagegen. Du hast meine Leute umgebracht, Elf. Weißt du noch? Hätte ich sie nicht erschlagen, hätten sie mich erschlagen. Zum Kuckuck, für bessere Zeiten. Und Kettwin zum Verderben, dafür. Den Hunden zum Verderben, euch zum Wohl. Gift! Götter, sie stirbt! Bringt sie in Sicherheit und hütet sie wie euren Augapfel. Ich hole, was ich brauche, dann kümmere ich mich um sie. Meine besten Kämpfer werden wachen. Los, Jungs, her mit der Trage! Sie ist fertig mit den Zaubersprüchen. Was ist mit Saskia? Sie lebt noch. Ich habe ihre Körperfunktionen reduziert. Fürs Erste ist ihr Zustand stabil. Weißt du, was das für ein Gift war? Taumador offenbar. Allgemein bekannt als Weheleid. Hat einen äußerst miesen Ruf. Es muss doch ein Gegengift geben. Was können wir tun? Für eine Heilung brauchen wir Kräuter, Magie und Blut. Das dürfte kaum gewöhnliches Blut sein. Richtig. Es muss königlich sein. Wo ist Leto, wenn man ihn braucht? Der nächste König befindet sich jenseits des Geisternebels. Du hast nicht verstanden. Es muss kein amtierender König sein. Es geht um den Genotyp im Blut. Könige stammen von den alten Geschlechtern ab. Um zu überdauern, brauchten die Herrscher ungewöhnliche Widerstandskraft und Stärke.
Und weil die Königsgeschlechter kein fremdes Blut zulassen, ist die Kraft ihrer Gene gewaltig. Ich wende eine selbstheilende Gentherapie an und lehre Saskias Organismus, sich des Gifts zu entledigen. Du willst sie Menschenblut trinken lassen? Ich will es ihr direkt ins Herz pumpen. Welche Kräuter brauchen wir? Die unterirdische Art von Purpurfingerhut. Die Zwerge nennen sie Immortelle. Und eine elfische Rose der Erinnerung. Wo kriegen wir Immortelle her? Sie wächst tief unter der Erde. Aber das soll uns nicht betrüben. Unter Wergen gibt es einen Stollen. Wie hilft es Saskia? Taumador richtet schwere Gewebsschäden an. Immortelle regeneriert das Gewebe. Triss hatte eine Rose der Erinnerung. Nannte sie eine außergewöhnliche Pflanze. Früher wurde den Enseide, die Rosen der Erinnerung züchteten, größte Wertschätzung entgegengebracht. Die Zeiten haben sich geändert. Die Elfen auch. Es gibt keine Gärten in dieser Gegend. Wir müssen zurück nach Flotsam. Die Rose der Erinnerung aus Flotsam hat Triss. Wir müssen sie finden. Was brauchst du noch für den Eingriff? Taumador multipliziert sich selbst. Die Ingerenz der vergifteten Zellen löst sofort eine Kettenreaktion aus. An die Stelle einer entfernten vergifteten Zelle treten 10 neue. Um diese Reaktion zu durchbrechen, brauche ich übermenschliche Kraft. Am besten wäre ein Wassergenius oder ein Luftgenius. Oder einer der legendären 20 Ringe der Macht. Sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und ich hüpfe dann barfuß auf dem Vulkan rum, sicher. Schon gut, schon gut. Vergessen wir die Ringe. Ich brauche eine große Dosis Macht, woher auch immer. Findet etwas. Immortelle, Rose der Erinnerung, Königsblut, Magie. Klingt wie ein Märchen. Und zwar wie ein ziemlich einfältiges. Es fehlt nur noch der Kuss des Prinzen. Ich wünschte, es wäre wie in den Märchen. Besonders in diesen einfältigen mit dem glücklichen Ende. Kann ich auf deine Hilfe zählen, Geralt? Kannst du. Was ist mit der Geisterschlacht? Erst muss ich prüfen, ob der Zauber, der Saskia am Leben hält, richtig wirkt. Dann überlegen wir, wie wir die Geister in die Anderswelt zurückschicken. Im Prinzip könntest du dich darum kümmern. Frag die Leute hier nach der Schlacht. Vielleicht findest du ja was heraus. Dann kümmere ich mich inzwischen mal um den Giftmischer. Geralt, sie will na něho úplně. Es darf nur Philippa Eilhardt eintreten. Tak, výborně. Takže se teďka podíváme. Skvělý. Tak, potřebujeme nějakou vývěsku. Wergener, wir haben einen magischen Nebel voller Geister vor den Mauern. Und keiner sollte sich einfallen lassen, etwa da reinzugehen. Der verdammte Nebel setzt einem arg zu. Wer also in die Steinbrüche oder Schluchten gehen will, der muss besondere Vorsicht walten lassen. Und die Eichhörnchen, die neben den verbrannten Hütten lagern, sind nicht unsere Feinde. So hat Saskia es beschlossen. Und so ist es. Um den Geisternebel kümmern sich Meister Geralt von Riva und die Zauberin Philippa Eilhardt. Aber nun öffnet das Tor und an die Arbeit. Oh, skvělý, já jsem už jen nechat konečně ostříhat noc. Kde byla ta, co střídala? Oh, noch ein Zugereister. Woher... Aus... Es lag mir auf... Was für... Geschäft. Wusste ich. Hex. Oh. Was macht man als Hex? Problem. Och, ich... Ah. Liegen sie... Das wird... Wir haben es jetzt mal. Jetzt gehen da Geister um? Oh ja. Die Pentagramme haben es dir wohl angetan. Oh ja. Ich würde sie mir gern aus der Nähe ansehen. Dann stelle ich uns kurz vor. Ich bin Felicitas Cori, du bist Geralt von Riva. Guck nicht so erstaunt. Ich kenne dich aus dem Unterricht. Ob's dir gefällt oder nicht, du bist ein Held der Gegenwart. Und viele sagen, die wir unter der Bettdecke lasen. Hast du in Arethusa studiert? Ja. Mir fehlt noch ein Praktikum in Elixieren und Fetischen. Das leiste ich hier ab. Du gehst bei der strengen Philippa Eilhardt in die Lehre. Kann ich dir bei dem Praktikum irgendwie helfen? Der Held möchte helfen? Das nenne ich Quellenforschung. Dafür wäre ich sehr dankbar. Die Leute hier kaufen nur wenig. Ich brauche aber unbedingt das Praktikum. Überlegen wir doch mal, was ich tun könnte.
pokaż, jak to wypada. Jep, to by miał być on. Jep, przesnie. Ano! Ano! Hezký. Tak. Podívejme se, co máš na prodej. A já potřebuju, co já to potřebuju? A jsem se smrti tvou zubec posad bílý vaštoviční, určitě může se smrti vaštoviční. Koupím dva a vaštoviční nějaký. To moc nestojíte. Pararapa, parapapa, ona tu toho moc teda nemá, to jo. Třeba je to vždycky všechno, ona tu to nemá. Ale to vůbec nevadí. Gerechtigkeit widerfährt dort keinem. Tak, počkej, máme tady něco. Tak, pro ně se půjdeme teda podívat za tím. Mám krásný nový účes, se líbím. Víc za tohle to se mi líbí víc než ten předtím ten účes. Tady budu. Hexa, ich muss dich sprechen. Na pojď. Worum geht's? Ich bin Elias aus Jorvets Truppe. Wir haben ein wichtiges Anliegen. Sprich. Seit einiger Zeit verschwinden immer wieder Männer aus Wergen und neulich haben wir die ersten Leichen gefunden. Es geht also nicht um Deserteure. Wo habt ihr die Toten gefunden? Das ist unterschiedlich. Die meisten bei dem verbrannten Dorf vor der Schlucht, die zur Stadt führt. Sind alle Opfer Männer? Junge Männer, Menschen und Elfen. Ich möchte mir die Leichen ansehen. Sie sind schon beerdigt. Wo? Im Hügelgrab im Wald hinter Wergen. Du solltest dort nicht hingehen. Warum nicht? Grabschändung ist ein schweres Verbrechen. Den Familien der Toten würde das ganz und gar nicht gefallen. In was für einem Zustand waren ihre Körper? Sie sahen entsetzlich aus. Ein Elf hätte sowas nicht getan. Und ein Mensch wohl auch nicht. Ich arbeite nicht umsonst. Die Belohnung soll dir nicht verweigert werden. Wenn du deine Sache gut machst, lege ich zu den Orens noch was dazu. Wir verlieren schließlich gute Leute. Ich werde die Angelegenheit untersuchen. Tak, samozřejmě tady. Prvně ale zajdeme za Zoltanem, tam první pozbíráme ty magické ty blbosti. Habe ich dir schon von der Frau erzählt, die vom Himmel gefallen? Der Hexer, der ist schon was Besonderes. Schreib die Geschichte ganz allein. Geralt, setz dich her! Wir konnten deinen Ausflug in den Nebel ja noch gar nicht feiern. Oh, entschuldige, wo sind bloß meine Manieren geblieben? Sheldon Skaggs, Veteran von Sodden und Brenner. Und sämtlichen Schenken auf dem Weg dorthin. Den Drosten von Wergen kennst du ja schon. Sei gegrüßt. Meine Herren, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber mir ist von all der Begrüßerei die Kehle ausgedörrt. Bemerkenswert, wo du doch gar nichts gesagt hast. Weisheit spricht aus Rittersporn. Eine Runde für alle. Ich würde gern mit euch trinken, aber Saskia liegt vergiftet da nieder und jeder Augenblick ist kostbar. Sag, wie können wir dir helfen? Habt ihr vielleicht von einer Pflanze gehört, die Zwergimmortelle genannt wird? Ob wir davon gehört haben? Haben Säue enge Ritzen? Oh, haben sie die Skaggs? Ist nur so eine Redensart. Ja, die nur du kennst. Also die Immortelle, Hexer. Die wächst gerne bei Anthrazit- und Alumosilikatlagern. Philippa braucht sie, um Saskia zu heilen. Verdammt seltenes Gewächs. Naja, nicht weit von hier ist eine Grube. Wer weiß, was du da tief unter der Erde findest. Ist diese Grube weit weg? Ach, woher denn? Sie ist in Wergen selbst, im oberen Teil. Für den Ausflug habt ihr euch ja ziemlich erwärmt. Aber nicht erwähnt, dass die Grube geschlossen ist. Sie ist zu, das stimmt. Aber es wird Zeit, sie auszuräuchern. Das ganze unterirdische Geschmeiß zu beseitigen. Wovon sprecht ihr? Vor einem Monat fingen die Bergleute an zu verschwinden. Wir wollten eine beherzte Mannschaft hinschicken, aber Saskia erhob Anspruch auf alle Soldaten. Also haben wir den Schacht geschlossen, damit dieser Abschaum nicht in die Dörfer gelangt. Da kommen wir ja gerade recht, was, Geralt? Eindeutig. Gehen wir. Jawohl. In guter Gesellschaft kann uns kein Monster schrecken. Was ist mit dir, Sheldon? Begleitest du uns oder willst du lieber deinen Kleinen wegstecken gehen? Dem läuft das Futteral schon nicht weg. Ich komme mit, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wir treffen uns am Eingang der Grube. Wie
Ne. Ten Applebix se ale nemůžu, protože Sasuke je teda, já nemůžu hrát nějaký čas. Když se ten nový účas Geraltu, já ho budu mít i ve trojce, já to prozradím. Že já ho budu mít vlastně i ve trojce. Protože on je strašně jako dobrý, mě se fakt jako hodně líbí, tak. Cecil mě určitě moc rád. Zavede. Půjdu za nima, to bude nejlepší. Oni se tu vyznají na rozdíl ode mě. A myslím si, že běžet za těmahle trpaslíkama to nebude nic špatného. Oni se tu aspoň, jak říkám, vyznají, prostě je to super. Že jsme znají cestu, tak. Fieber! Komm, ein Hexer ist doch kein Mensch. Dann gibt's keinen Schnaps? Nein. Sag všechno. Elfi Mensch, prostě všechno, co je Elfi. Der Hexer ist an Bord. Wir können anfangen. An die Arbeit, ihr bärtigen Kameraden. Öffne den Schacht, Skaggs. Wenn ihr mit diesen Ungeheuern aufräumt, wird euch ganz Wergen dankbar sein. Wir kriegen bestimmt ein bisschen Geld zusammen. Wir werden's uns merken, Cecil. Na, wie sieht's aus, Sheldon? Können wir rein? Langsam, Geduld, nicht mit der Tür ins Haus fallen! Auch bei solchen Gruben muss man zart zu Werke gehen, damit sie einen warm und feucht empfangen. Du und dein Geschwafel, Sheldon. Ich wollte dir noch vom Kanal. Ich Kollege Martin, Elfi Match. Jo. To se pak dá strašně dobře prodat. Taky máme Giga. Oh, Giga. A ještě. Tak, myslím, že nejlepší bude udělat teď jednu takovou pěknou věc. Meditace. Vypít elixír. Kočka. Vypít. Tak, teď se podíváme ještě na tady. Co tady máme? Tak, co je tady? Ano. Co tady toto? Tady? Ne, co tady? Enter. Tak. Ještě tady musíme odrážení šípu, ano. Vrhání, ano. A tak jsme to tady velice příjemně dodělali. Počkat, tady cečko byla postava, že jo, dobrý. Uložilo se nám to. Tak, my tady aspoň něco uvidíme. Doufám teda v to. No nádhera, nemůžu si stěžovat. Tak, šup. Armer Hund. Sie müssen ihn im letzten Moment erwischt haben. Tak, já teď už mám jednu věc. Jestli musím dát něco do těch svých kapsiček. Jo, úl tam nemám. Výborně, taky úl ještě přidáme. Trofej Skyrana. To si musím dát, to je jistý. Požár a hrdač. Že to jsou takové asi nejpotřebnější ty. Tak. Ich glaube, ich habe was gehört. Yeah. Oh shit, super, ale tak aspoň je vidím. Ich bin zu alt für sowas. Pojď! Holiš. Verdammtes Aas, da hat nicht viel gefehlt. Was war das? Leichenfresser. Wir haben ziemlich viele niedergemacht.
Da muss irgendwo ein Nest sein. Zeig dich! Dann zeig ich dir meine Axt! Nicht doch, er scheißt sich noch ein vor Angst. Dann wird er immer noch nicht so stinken wie du. Gehen wir? Já se potřebuji nutně podívat, se potřebuji, skvělý. Když my teď musíme jít zhruba tu dma, jo? Aby jsme se dostali tam, kam potřeba. Bleib dicht bei mir. Tak, pojď. Jde na to, co mě se hodně zrátit víc. Jo, pak si udělat nový a tam mě ještě si to dělal, když ještě bude pořád potřebovat. Tak, šup. A tak naštěstí ještě držíš, to je dobrý. Hop, 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 oh, dobrý. Já nechci cipnout, ještě mám z času na cipání. Nekrofagu, to se tady potřebuje. Tak, kaj dál? Tomu se už jít nedá, že? Nedá. Nevadí. Tak jsme toto aspoň vyjdeme to jednodušeji. Zapalíme tady vždycky po jednom ohni, nebo po všech. Aby jsme věděli, že tady už jsme byli, tady už nás nic dobrýho nečeká. Výborně. No a zatím jsme toho pobrali celkem málo. Šup, šup. Tady taky zapálíme oheň. Aby bylo vidět, jako že už jsme tu byli. Tady nemáme klíč. Zapálíme oheň. Otevřeme. A půjdeme dál. Ale co nejrychleji. Můžeme stíhat. Dobře. Tady máme základnu. Je oheň. A tady je oheň. Tak, výborně. Tak, teďka tady zrovna vidím oheň všude. Už mi chybí jenom pár vteřin. Tak, já se tady uložím. Co to bylo tady? Tak, oheň, výborně. Oheň. Oheň. A oheň. A, takže teď už hodně uvidím, no tak to je dobrý. Teď musí pomalu normálně. Já tady nevím. Nevadí, já je vidím. A jo, vidím, je to dobrý. Skoro je vidím, ale nejde úplně geniálně, ale jo, vidím. Nás to zavede na cestu zpátky. Potřebuješ klíč. Šup. Tady potřebujeme světlo. A tak Bůh řekl, budíš světlo. A světlo bylo. Kolik železných hrů z toho se dá dělat mečů železný.
No, takže tu jde tuto akci nelze provést. Takže teď zase musíme zpátky, zase tam jak musíme takhle, nevím jak. Tam vedla ta cesta, jasně. Už vím, jak tam vedla ta cesta. Se teďka budu muset trošičku vyrojit víc na povrch. Počkat, jenom cokno. Tady musím zapálit, tak jsme vůbec viděli na cestu. Tak, to vypadá tak temně, že to je hezky. Tak. Vypít elixír. Tak si budeme muset udělat kočku znovu. Co dělá Promika? Přitká je ranovým jedovatým slizem, jasně. Vlaštovka, vrchle do 11. Musím vypít ten elixír, já jsem ještě nevypila. Vypít. To je jako to, že jsme se vrátili vlastně do toho. Tak, výborně. To někde tady by... Ne, to už bychom měli jít, že asi. Počkej, kde jdeme? Jo, jdeme dobře, je to dobrý. Jdeme dobře. Jo, ale tady bylo to, že potřebujeme ten klíč, musíte potřebujeme nějak dostat. Znamená, že my potřebujeme najít někoho, nebo spíš něco, co má klíč. Potřebujeme zajít na někoho do té tajné místnosti, já teď nevím, kde to bylo. A tam byl mrtvý člověk, a ten mrtvý člověk měl u sebe klíč. Ne, fakt to si nedělám prdel, to měl u sebe klíč. A já nutně potřebuju teďka ten klíč. Co já to poběžím takhle, že tady bude jak vůbec salta. Jo, pak se tím pádem můžeme to dostat tady, že nemáme klíč. Což je horší, než jsme ten klíč měli. Tak, to pak můžeme jít tudma a tam vlastně získáme ten osmrtník. Ne, nesmrtelný, pardon. Ne, osmrtník, ale nesmrtelný. Tak, šup, tu jsme byli? Ne, tu nesvítí ani jedno světlo, takže na to jsme nebyli. No svítí tu někdo svět? Nesvítí. Tady je. Tak. Už mě to je hoší. Dobrý. Tady už to na nás nic nečeká. Kromě tady to je úžasné tlu... A nových kalhot! Super, ukáž. No, vypadám líp, tak. Ich könnte versuchen, den Leichenfressern den Weg abzuschneiden. Tja, das war's dann wohl. Bacha, lidi. Bouchne to. Tak, výborně, tady máme klíč. Ale guvajs. No, dámy a pánové, já se nám dostanu pryč odsud. Já bych to tady pro dnešek ukončila. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé shlédnutí. My se uvidíme určitě u další části na hru Zaklínač 2 Vrahové králu při hledání trpasličího nesmrtelníku. Tak lidi, adios!